überhaupt hier irgendwas stattfindet. Ich weiß gar nicht, habt ihr das mitbekommen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf, aber da draußen wütet Corona. Ach du hast. Ja, ich war auch ganz baff. Ist aber wahr, selbst die Erotikmesse haben sie abgeblasen. Eine Wortwahl, die ich persönlich sehr geil fand. Ja. Aber Corona war natürlich eine ernste Sache, hat manche von uns hart getroffen, ne? Andere härter. Prinz Charles zum Beispiel war in Isolation mit Covid-19. Ja, Prinz Andrew war auch in Isolation. Nicht mit Covid-19, sondern mit Michelle 15. Aber tut sie halt jung, ne? Das ist genau diese verzerrte Wahrnehmung, die heute so ein bisschen mein Thema wird, die die Leute dazu gebracht hat, loszurennen und völlig blödsinnig Hefe und Klopapier zu kaufen. Hefe und Klopapier, was haben die gedacht, was Corona macht? Durchfall beim Backen? Also die Franzosen hatten da den richtigen Riecher, die haben Rotwein und Kondome gekauft, nicht Hefe und Klopapier. Gut, die Amerikaner, die sind losgelaufen, haben Waffen gekauft. Ja, ich meine, es gibt ja nichts, was ein Amerikaner nicht mit Waffengewalt bezwingen würde, ne? Sei es nun Corona oder Rassismus oder eben Waffengewalt. Aber um diese verzerrte Wahrnehmung heute so ein bisschen zu justieren, dachte ich mir, ich mache mit euch heute Comedy für die Sinne. Ne? Damit wir wieder, wie so ein Sinneswandelpfad, ne? Kennt ihr doch, wo man so barfuß drüber läuft, über Sand, Mulch, Legosteine. Genau. Wichtig ist mir für heute Abend, achtet auf eure Mitmenschen, lachen bitte nur in die Armbeuge. Wer will, kann sich jetzt auch einen Sinn raussuchen, das heißt Ohren zuhalten und mir schöne Augen machen, bitte nur die Damen. Oder Augen zuhalten und nur dem Klang meiner Stimme lauschen. Gut, Nase zuhalten wäre jetzt blöd. Nee, das heißt wieder, ne, zu Alex in die Show gehen wir nicht. Nimm bitte mal einer ab. Will ich nicht. Bitte weiteratmen, wäre nett. Ja, gab jetzt sicher einige von euch, die einsam waren, die am liebsten einfach mal kuscheln wollten. Vielleicht mit einem flauschigen Hund. Ne? Wobei Hund ja in der Großstadt immer so ein bisschen relativ ist. Ne? Viele haben ja diese kleinen Fußhupen. Diese Handtaschen-Bauhaus mit den Fledermausohren und den Klubschaugen. Ich habe davon einen Welpen gesehen. Gott ist der klein. Ne? Und günstig, nehme ich an. Eine Dose Hundefutter reicht dem ein Leben lang. Jedenfalls, solange er nicht älter wird als das Haltbarkeitsdatum. Und das wird er auch nicht. Der ist viel zu leicht. Der kommt überhaupt gar nicht durch die Oberflächenspannung des Wassers. Der schlittert zwischen den Mücken und die Bambi auf Eis. Und friert dabei, auch ein Gefühl. Ne? Den Tieren ist nämlich permanent kalt, die sind nur am Frieren. Habt ihr mal einen großen Hund frieren sehen? Das können die gar nicht. Die zittern höchstens vor Wut, weil es nicht noch kälter ist.